In dieser Demonstration wird verdeutlicht, wie einfach und effizient Knotenpunkte in BusFluids neu nummeriert werden können. Für die Vorführung des Software-Features wird das Hammer-Modell, welches sich im Programmordner von BusFluids befindet, verwendet. Wählen Sie im Reiter Szenarios den Unterreiter Nodes und Boundary Conditions aus. Wählen Sie danach die Knotenpunkte, deren Nummerierung geändert werden soll. Klicken Sie in der Menüleiste auf Edit und Renumber Nodes. Im Basismodus müssen die Startnummer und die Schrittweite angegeben werden. Die Formel, welche für die Neunummerierung verwendet wird, ist ebenfalls sichtbar. Diese Formel kann im fortgeschrittenen Modus verändert werden. Weitere Demonstrationen zu den vielen BusFluids-Features finden Sie auf dem DRG-YouTube-Kanal. Eine kostenlose Demo-Version von BusFluids können Sie auf der DRG-Webseite herunterladen.